Hi meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit Geschichten und Kleinigkeiten, kleinen Details und Secrets allgemein, die euch eventuell auch interessieren. Na, ich weiß, dem meisten, also Großteil des Spielgeschehens in Fortnite und der Spieler, die interessiert solche kleinen Details nicht so, beziehungsweise die achten da in ihrem Spielgeschehen, in ihrem Spielen einfach nicht drauf. Aber ich habe richtig coole Sachen, die ich euch auf jeden Fall mal zeigen muss. Ob ihr den natürlich dann beachtet im Game, keine Ahnung, aber ihr habt da auf jeden Fall schon mal gehört. Mich würde es freuen, würdet ihr mich auf den Weg zu den 2000 Abonnenten, ja natürlich begleiten, 14 Stück noch, dann haben wir die 2000er Marke geknackt, worauf ich natürlich mega, mega stolz bin, dass wir das hier zusammen erreicht haben. Freunde, bald kommt der Minecraft-Server online, Freunde. Es wird einfach insane, was auch nicht nur bei mir in der Zukunft abgeht, sondern auch in Fortnite. Da wird es auch sehr, sehr groß in der Zukunft, Freunde, das könnt ihr glauben. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Losgestartet sind wir jetzt in den Itemshop, und zwar im Itemshop, Freunde, ist jetzt der neue Skin da, ne? Ich habe es oft gesagt, viele sagen, ja, der wurde jetzt verschrottet, ne? Wir haben auch zum Beispiel noch Geno, den gestaltenlosen Mann, in einer Sommer-Edition und vieles, vieles mehr. Nicht nur ihn, sondern auch haben wir noch so einen anderen Weihnachtsskin, ne? Viele haben gedacht, ja, Weihnachten ist zu Ende, Winterfest ist zu Ende. Haben die den Skin jetzt verschmissen? Kommt der erst nächstes Jahr? Oder was, warum bringen sie denn nicht? Leute, wie gesagt, für die Season 1 sind diese Skins geleakt und heute ist auch schon Sonnenschein drin, also einmal dieser Skin hier, ne? Dieser Skin, einmal normale Variante, Lego-Variante und Backbling und natürlich einmal hier die Sternenschlägerspitzhacke, also ein neuer Sternenstab, Freunde. Mir gefällt der neue Skin und der hat auch natürlich hier noch, wenn ihr hier mal schaut, Leute, ne, noch einmal hier diese Eis-Variante, also einmal diese gelbe und einmal diese Eis-Variante hat der komplett. Der ist jetzt hier im Itemshop, Freunde, sieht sehr, sehr cool aus, gefällt mir. Und Skins, die noch kommen, ne, die wir wissen, dass die kommen, die werden noch in den nächsten Wochen, Schrägstrich, in der Season 1 kommen. Die nächste Sache sind natürlich hier die ganzen Vögel, die ganzen Tauben, die ganzen Flugtiere, ne, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ihr seht es hier einmal an der Bucht, sind da natürlich die Boote, die ihr nicht fahren könnt, aber hier auch einfach, ihr seht sie, die fliegen hier überall rum in Massen natürlich, ganz normale Flugtiere, Tauben, je nachdem, was es für Vögel sind. Ihr seht, ich kann mich auch ein bisschen da nähern, ihr seht einfach, das finde ich so geil, das sind so Mini-Details, die ich einfach richtig, richtig geil finde, ne, die sind hier am schönen über dem Meer, ne, über dem Ozean, und wir sehen sie hier, und dann irgendwann verschwinden sie, weil sie zu weit weggeflogen sind, Freunde, ne? Das sind solche Sachen, die ich sehr, sehr geil finde, und solche Details sind meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Vor allem, die wirken sich natürlich jetzt nicht so extrem aufs Gameplay aus, aber wenn man das sich so einfach mal anguckt, das macht einfach was fürs Auge und meiner Meinung nach gefällt es mir. Schreibt mir mal gerne rein, ob ihr auf solche kleinen Geschichten achtet. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, beispielsweise hier, ihr seht es ja, in Massen, und das gibt einfach so richtige, ja, Urlaubsfeelings ab, ne, wenn ihr da mal so hinschaut. Also ihr seht, das sind extrem viele, gefällt mir sehr, sehr gut hier. Nächste Sache können wir direkt auch hier machen, und zwar, das ist die Wasserphysik in Fortnite, und zwar, das sieht so originaltreu aus und so gut. Guckt mal einfach mal, wenn ich hier jetzt schwimme. Ich spiele auf den besten Einstellungen, die ihr bekommen könnt, außer 4K. Ne, ich spiele auf alles epischen in Einstellungen. Und guckt mal, ich schwimme jetzt und guckt mal hinter mir, wie diese Wellen da sind. Ich mache meine Cam wieder mal weg. Ihr seht hier, ich schwimme, drehe mich um, ihr seht diese Wellen, diese Wasserphysik, diese Wasserbewegungen, die passen so original zum Skin und sehen sowas von aus, als könnte das im echten Leben sein. Ihr seht's, ne? Wie wenn ich durch das allerechte Wasser schwimme, ne? Und ihr seht hier natürlich diese Wellen bei jeder kleinen Bewegung, und ich liebe solche Details. Das ist genauso ein Detail wie hier hinten mit den Vögeln, gefällt mir sehr, sehr gut, und auf solche Sachen achte ich auch. Natürlich so die großen Sachen im Vordergrund, aber das sind so Geschichten, das zeigt mir, dass in dem Game viel, viel Liebe steckt, und das gefällt mir sehr gut. Was genau das gleiche ist hier, Leute, wenn ich durch Wasser fahre, seht ihr, wie das Wasser richtig, ihr seht links und rechts diese große Welle, die sich mitzieht, was halt so realistisch ist. Das ist einfach was natürlich krass ist. Natürlich gibt es die Leute, die sagen jetzt, yo, das ist kein Fortnite mehr, aber doch, genau, das ist Fortnite. Die Details, Freunde, diese Liebe zum Game, Leute, die spürt man hier extrem, und das ist Fortnite, Leute. Seit Chapter 1 ist das Fortnite, dass sie natürlich man die Liebe in Game natürlich spürt von Epic für Fortnite natürlich, ne? Und das ist natürlich sehr, sehr geil, und das ist Fortnite, Freunde, weil viele ja sagen, ja, das ist ja kein Fortnite mehr, Freunde. Doch, genau, das ist Fortnite. Zumal frage ich mich auch immer, ob die Leute, die sagen auf TikTok, vor allem ist es immer noch am schlimmsten auf TikTok, es ist nun mal leider so, der ja, Problemfall TikTok, da ist es halt immer so, die Leute sagen, yo, 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 das ist kein Fortnite mehr, wo ich mir sage, doch, genau, das ist Fortnite, die Liebe fürs Detail, aber nicht nur das, sondern die Leute denken irgendwie, die setzen den Maßstab dafür, was Fortnite ist und was kein Fortnite ist, ne, wenn für die Fortnite nur Battle Royale ist,
Battle Royale haben wir ja trotzdem noch, ne? Verstehe ich nicht so ganz, aber Freunde, das sei mal so dahingestellt. Denn Freunde, ihr wisst, es gibt einige Anspielungen an Chapter 2, das wissen wir, mit der anderen Zeitlinie und so, ne? Vor allem The Rig, The Yacht und viele, viele verschiedenste Sachen von Chapter 2 sind auf der Karte. Ihr wisst auch, dass wir einige Anspielungen an Midas haben, wie Midas seine Tür und verschiedenste Geschichten von Midas und der ein Comeback vielleicht kriegt, ne Leute? Und das ist natürlich nicht das Einzige, denn Leute, Kato Thorn hat auch einige Geschichten hier in Game. Nicht nur, dass er hier oben, also bei dem Haus, Freunde, ist einmal das Bett von Kato Thorn mit einem Bild von Kato Thorn. Nicht nur das, sondern auch hier im Grand Glacier Hotel. Wenn ihr hier einmal reingeht, Freunde, in das Hotel. Ne, Freunde, seid ihr hier beim Hotel dann angekommen, ne? Chapter 2 Midas, hin und her. Natürlich gibt es da wirklich viele, viele Geschichten. Schaut euch unbedingt die letzten Videos an, da habe ich euch alles rund um Midas und Chapter 2 erzählt, wie viel Ähnlichkeiten es da gibt. Aber Leute, wir sind einmal in diesem Raum, Leute. Das ist genau hier bei Grand Glacier, wenn ihr hier rein seid, hier unten, ganz, ganz unten, einfach diese Doppeltür. Was sehen wir hier, Freunde? An der Wand sehen wir natürlich einige Geschichten. Wir sind immer so Gemälde. Da oben ist Chapter 4, die Chapter 4 Map, ne? Und die Chapter 4 Map hatte von allen Chapter-Karten so den einzigartigsten Look mit dem Herbstbiom und so, ne? Allgemein, das ist so eine kleine Sache. Aber was ist die größere Sache, die wir sehen? Nicht nur Chapter 4 Bilder, Freunde. Nein, wir sehen hier zwei, ja, Skulpturen, zwei Statuen aus dem Kato Thorn Hotels auf der Chapter 4 Map, ne? Wir hatten ja Rentless Retreat, wir hatten Eclipse Estate und oben Sangreen Suites. Und dies waren drei Hotels von Kato Thorn, ne? Wir wissen ja, er hat auch Slapjuice und so aufgekauft, falls ihr die Story dahin geht, mitverfolgt habt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal noch nachschauen, ne? Und das ist einmal hier diese Figur, diese Skulptur, die war in Eclipse Estate, ich weiß es glaube ich gar nicht, auf jeden Fall in einem der drei Hotels auf der Chapter 4 Karte, die hat Kato Thorn gesammelt. Kato Thorn war ein Sammler, er ist mit seiner Zeitmaschine durch verschiedenste Realitäten gereist, hat auch Midas Hand und so weiter und so fort. Also daraus hätte man so richtig cooles Zeug machen können. Kato Thorn, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr cooler Charakter, der leider tot ist. Auf jeden Fall seht ihr hier einmal die Skulptur und auch einmal diese Skulptur. Diese zwei Geschichten wurden von Kato Thorn gestohlen, beziehungsweise hat sich halt hier der Boss, dem gehört das Hotel halt hier, der hat sich die in seine Bude gestellt von Kato Thorn und ist ein kleines Easter Egg, was vielleicht jetzt nicht so storyrelevant ist, denn wir wissen, Kato Thorn ist tot, ne, aber auch eine richtig coole Geschichte. Dann, Leute, spreche ich es hier nochmal an. Ich habe das zwar schon oft angesprochen, das ist diese Karte. Diese Karte findet ihr an solchen Bus- bzw. Bahnhaltestellen. Warum die genau hier ist, hier fährt kein Bus, aber ist auch egal, Freunde, ne, die ist auf jeden Fall da und die gibt es auf der ganzen Karte überall verteilt, Freunde, ne, genauso wie die deutschen Durchsagen, ne, an einigen Bahnhöfen gibt es deutsche Durchsagen und so weiter und so fort beim Zug. Und auf jeden Fall, Leute, seht ihr hier unsere Karte. Das ist so diese Region, die helle Region ist das hier, die so hell ist, das, was so hellgrün hier in der Mitte ist, wo ich gerade drauf ziele, ist diese Region. Und da oben, das ist noch ein dunkleres Grün, was bis hier unten geht. Das ist diese Region. Momentan ist die noch mit Eis und Schnee bedeckt, aber das sollte so nach dem Wintermonaten, denke ich mal, weg sein, Freunde, wenn wir laut den Karten gehen. Natürlich, es kann auch da bleiben, aber Leute, geht davon aus, dass der Schnee, wie hier auf der Karte gezeigt, wird natürlich schmilzt. Also, dass nur noch hier die rechte Seite bis zu Grand Glacier hier, Freunde, bis zu dem Hotel, nur noch die rechte Seite hier der Map natürlich mit Schnee und Eis bedeckt sein wird. Der Rest hier oben und so, ne? Und hier vorne, so die Abschnitte, sollten dann ein normal grünes Biom werden. Denn wir haben natürlich noch einige Biome, die geleakt sind, die eventuell kommen. Und nicht nur eventuell, die auch ziemlich wahrscheinlich kommen, weil die natürlich in den Files gefunden worden sind. Einmal natürlich ein Nadelbaumwald. Kann man sagen, haben wir hier oben fast schon halt mit Schneebäumen. Ich sag mal so, wenn hier oben eventuell der Schnee schmilzt, dann schmilzt auch höchstwahrscheinlich der, ja, Schnee von diesen Bäumen. Da haben wir da oben einen schönen Nadelbaumwald. Das würde sich tatsächlich so zusammenstellen. Was wir auch noch haben, Freunde, ist natürlich ein Cherry Blossom Biom. Ein Cherry Blossom Biom würde ich eventuell vielleicht, also hier oben vielleicht der Nadelbaumwald und dann so hier irgendwie oder hier unten dann Hazy Hillside oder wo auch immer auf der Karte sollen auch noch, Cherry Blossom Geschichten auftauchen, also so Kirschblütenbäume, ne? Bin ich sehr, sehr gespannt, weil die haben eine sehr, sehr schöne Optik wie in Chapter 4 bei Mega City, Freunde. Und das war es auch schon gewesen. Ich weiß, dieses Video hat euch jetzt vielleicht nicht so viel gebracht, aber das waren einfach mal so Kleinigkeiten, die viele nicht beachten, die ich euch näher bringen wollte, weil mir die sehr, sehr gefallen. In dem Sinne, Freunde, war es das gewesen. Haut rein, euer Schmähle und ciao.